Im Spätsommer des Jahres 2018 wurde die Idee geboren, für die Minifeuerwehr Neuenheim ein Minifeuerwehrauto zu bauen. Wegen der Leidenschaft des Konstrukteurs für den Unimog war schnell klar, dass ein Unimog 1300 für das Modell Pate stehen soll. Aus Gründen des Umweltschutzes und der leichten Bedienbarkeit sollte das Fahrzeug als Elektrofahrzeug aufgebaut werden. Gefahren und bedient werden soll das Fahrzeug von einem Minifeuerwehrmitglied im Alter zwischen 6 und 9 Jahren. Die Beladung soll diverse Übungen im Bereich der technischen Hilfeleistung und der Brandbekämpfung ermöglichen. Weiterhin soll das Minifeuerwehrauto auch als Lehrmedium für Feuerwehrtechnik und grundlegende physikalische Zusammenhänge dienen. Die gesamte Konstruktion und Entwicklung des Minifeuerwehrautos wurde mit dem 3D-CAD-System Autodesk Inventor durchgeführt. Rahmen und Fahrgestell wurden aus verschweißten Stahlprofilen hergestellt. Die Antriebskomponenten wurden aus einem behinderten Fahrzeug entnommen und angepasst. Die Struktur von Fahrerhaus und Aufbau besteht aus Vierkantstahlrohr, das an den Knoten durch Hartlöten verbunden wurde. Die Beplankung wurde mit PVC-Hartschaumplatten ausgeführt. Dieses Material ist leicht, witterungsbeständig und weist eine gewisse Elastizität auf. Der Aufbau wurde an drei Seiten mit aufschiebbaren Möbelrollläden versehen. Dies ermöglicht einen Zugang zur feuerwehrtechnischen Beladung. Eine weitere wichtige Funktion des Aufbaus besteht darin, die im Fahrgestell verbauten elektrischen und elektronischen Komponenten zuverlässig vor Spritzwasser und Nässe zu schützen. Nach dem mechanischen Aufbau des Fahrzeugs erfolgte eine sehr aufwendige Verkabelung. Vom Fahrerplatz können alle Funktionen für den Fahrbetrieb und die Sicherheitsschaltungen des Fahrzeugs bedient werden. Über ein Zündschloss wird das Fahrzeug in Betrieb genommen. Eine Sicherheitsschaltung inklusive Funkfernbedienung ermöglicht die Abschaltung aller Fahrzeugfunktionen mit Ausnahme des Warnblinkers. Für ein sicheres Rückwärtsfahren ist außer den Außenspiegeln ein Rückfahrkamerasystem verbaut. Die gesamte Steuerung des Elektrofahrzeugs erfolgt wie bei jedem modernen Elektrofahrzeug über ein 12 Volt Bordnetz. Hiermit sind alle Sicherheitsschaltungen inklusive eines Interlockkreises ausgeführt. Für den Fahrantrieb, den Pumpenantrieb, die Seilwinde und den Generator wurde ein 24 Volt Netz verbaut. Der Generator erzeugt 230 Volt Wechselspannung mit 50 Hertz. Er ist, wie bei der Feuerwehr üblich, als IT-Netz ausgeführt und zusätzlich isolationsüberwacht. Das äußere Erscheinungsbild des Fahrzeugs wird komplettiert durch Anbauteile aus dem 3D-Drucker. Der Endantrieb des Fahrzeugs erfolgt über ein Kettengetriebe auf die Hinterachse. Diese ist auch über eine Scheibenbremse gebremst. Die einstellbaren symmetrischen Scheinwerfer wie auch die Rückleuchten sind in LED-Technologie ausgeführt. Die Feuerlöschpumpe ist eine selbstansaugende Kreiselpumpe mit Membranentlüftungseinrichtung. Sie kann im Hydrantenbetrieb bis 6 bar betrieben werden oder auch Wasser aus offenem Gewässer entnehmen. Die Feuerlöschkreiselpumpe kann die Wasserversorgung für 3D-Rohre mit Mundstück gewährleisten. Aus. Dann ein Stück nach vorne. So, kriegst du deinen Sitz. Leider ist es nicht möglich, selbst Probe zu fahren. Daher ist die erste Fahrt zugleich auch ein Fahrertraining. Jetzt muss ich sie mit Vorsicht. So, jetzt nimm mal Platz. So, gut. Füß nach vorne, jetzt siehst du wahrscheinlich gar nichts. Nein. Ich sehe gar nicht aus, als ich den Papa. Ja, das ist jetzt niedrig.
Ja? Und jetzt drückst du hier und her dabei. Ja, fahr dabei, dann geht es noch besser zu lenken, oder packt er noch. So, jetzt fahren wir hier vor. Test jetzt mal Not aus. Achtung, 3, 2, 1. Jonathan, jetzt fährst du einen schönen großen Bogen um die Kapelle und versuchst hier wieder durchzukommen, ja? Schön langsam, ich gehe mit dir. Auf. Na gut, du jetzt wieder einschalten. Los, langsam. Langsam. Jetzt rum. Geht es im Lenke? Ja, ne? So, rum. Die Feuerlösch-Kreiselpumpe kann werkzeuglos das Fahrzeug eingesetzt und wieder entnommen werden. Geht eigentlich recht gut. So, Pumpe. Die Mannschaft ist zur Übung angetreten. Der Maschinist ist nach einigen Übungsrunden startklar in seinem Fahrzeug. An der Einsatzstelle werden die Rollläden geöffnet und die löschtechnische Beladung in den Euro-Containern entnommen. Die Saugleitung wird gekuppelt, an die Pumpe angeschlossen und zu Wasser gebracht. Danach wird die C-Leitung zum Verteiler am Druckausgang der Pumpe angeschlossen. Auf halber Strecke zum Rand wird der Verteiler in Stellung gebracht. Da geht's rein. Emily, wenn du fertig bist, komm her, hilf dir. So, Merle, hier, ihr könnt euch einen D-Schlauch
und ein D-Strahlrohr nehmen. Matteo, Leopold ja auch. Ein D-Schlauch und ein D-Strahlrohr. Mach mal ein längeres Tier. Einen längeren Schlauch. Hier ist egal, welches Strahlrohr ihr nehmt, Leopold. Sucht ihr eins aus. Leopold, hier. Nimm mal einen längeren, Matteo. Genau, nimm mal den. So, dann könnt ihr schon ein paar Teile anschließen. Seid ihr fertig? Ein Helm, Dackel. Der Angriffstrupp nimmt das erste D-Rohr vor. Dein Kinn auch nochmal ab. In der Zwischenzeit wird die Pumpe in Betrieb genommen und angesaugt. Nachdem auch Wassertrupp und Schlauchtrupp in Stellung gegangen sind, kann der Löschangriff beginnen. Der Brandherd wird bekämpft und intensive Nachlöscharbeiten verhindert der Aufbau. Ihr könnt hier herangehen, Jungs. Ihr habt noch Schlauchreserve. Pass auf. Gas zurück. Wasser halt. Nachdem das Mini-Feuerwehrauto die Einsatzstelle erreicht hat, wird es für den Seilwindel-Einsatz in Stellung gebracht. Es fordert einige Papierarbeit, Seilwinde und Kabel zu verarbeiten. Langsam, stopp. Zuerst wird die Einsatzstelle vorschriftsmäßig abgesichert. Wir gehen auf der Straße hin. Sehr gut. So, kommst du mal her? Tschüss. So, Junge, dann cool das Seil, aber einer von euch muss jetzt nach Sand aus. Also nicht ziehen, aber mit ein bisschen Spannung. Nehmt ihr mal den Haken und hört raus. Mimi, hol mal den Bock. Mit einem Rundschuss muss man nochmal länger machen. Sein reicht mal nicht. Baum an der Winde angeschlagen. Will ihr aufpassen? Jonathan verlängert noch. Tier ziehen dann. Und der Andreas hilft euch dann beim Einfädeln. Dann müsst ihr jetzt in die Öse da rein. Ungeduldig, ja. Warte das andere auf die Fertigung des Hindernisses. Aufmachen, warte. Machen wir nochmal länger, Jonathan. So. So, da rein, zumachen. Jetzt könnt ihr Jonathan also halten, bis es Spannung hat. Hier an der Schnur. Mimi, pass mal an. An der Schnur, nicht an dem Ding. An der Schnur. So, an dem Seil. Jetzt zieht der Jonathan langsam an. Wenn Spannung drauf und ist, Hände weg. Nicht ziehen, nicht ziehen. So, Hände weg. Hände weg. Und weggehen zum Jonathan. Genau, geht zum Jonathan. Wenn ich die Steuer, sagst du was, ne?
Warte mal, Jonathan. Emily Tia, Emily Tia, kommt her, mach die Äste weg. Emily Tia, kommt her. Nee, nicht Tia, das ist Celia. Ach, Celia, Entschuldigung. Auf, die Äste könnt ihr jetzt schon aufräumen. Maxi, dann kannst du Gas geben. Zur Seite legen, einfach, okay. Genau. Sehr gut, Mädels. Okay. So. Generator dann auch noch. Der Generator ist zusätzlich mit einem Schlüsselschalter vor unbefugter Benutzung gesichert. Aber jetzt noch nicht aufmachen. Also, auf. So, hier rein, hier. So, auseinandernehmen, Merle und Tila. Tila, machen das. So, sehr gut. Und wieder zuklappen, beide. Wir waren auch unten. Okay. Sehr gut. Ist abgemacht. Ja, dann machen wir es wieder dran. So, sind noch nicht gleich lang. Wartet mal. Seht ihr das? Dass sie nicht gleich lang sind. So, jetzt könnt ihr halten. Aufstellen, auseinander machen die Beinchen. So, und jetzt muss die Lampe drauf. Auf. Sehr gut. Nehmen wir in die andere Richtung. Leopold, einmal dem Jonathan das Kabel geben. Und jetzt dem Jonathan das Kabel geben. Komm, drei feste rein. Jawohl. Gib mir nur erst mal ein, das ist okay. Ja, nicht? Ja, das ist gut. Mal ein bisschen Karamba. Karamba, Karamba. Ja, der fühlt sich aber so an, als wäre er nicht richtig drin. Gut. Ja. Ihr dürft jetzt mal lachen. Habt ihr gut gemacht. Ein verunglücktes Fahrzeug wird von den Löschfüchsen mit Hydraulikheber, Hebekissen und Rüsthölzern fachgerecht angehoben.